mal ein bisschen was dazu erklären. Ja, auf der ersten Folie sieht man jetzt einfach mal die aktuellen Betrugsmaschen, die ich heute auch gerne Ihnen vorstellen mag. Das sind zum einen, wie der Herr Steinke schon gesagt hat, richtigerweise die Fake-Shops, die uns schon mehrere Jahre beschäftigen und wir auch im letzten Jahr eine wirklich große Präventionskampagne gefahren haben bezüglich der Fake-Shops. Und hier will ich Ihnen nicht nur darstellen, wie die Fake-Shops vorgehen, die Fake-Shop-Betreiber, sondern auch, was das Ziel ist, für Sie den sicheren Umgang im Online-Geschäft, damit Sie sich einfach sicher fühlen. Da kriegen Sie von mir Präventionshinweise an die Hand, die relativ einfach gehalten sind und mit denen Sie dann auch den sicheren Online-Einkauf tätigen können. Und auf der anderen Seite war ja auch vorhin schon erklungen, die zweite Masche, die nicht in der digitalen Welt abläuft, sondern eher in der realen Welt. Auch da kommen wir immer wieder zu neuen Betrugsmaschen und hier ist aktuell das Phänomen der falschen Polizeibeamten. Also hier wird missbräuchlich der Name der Polizei verwendet, um die Betrugsmasche durchzuführen. Und hier will ich Ihnen auch, das passt auch ganz gut, was der Leiser eben gesagt hat, die Masche, zum Beispiel der Scamming, ja, mit der Nigeria Connection, also wo man auch immer wieder mit Personen zu tun hat, die vermeintlich vertraut klingen, aber im Endeffekt doch unbekannt sind. Ja? Und da will ich Ihnen einfach zeigen, wie man mit solchen unbekannten Personen auch umzugehen hat und will Ihnen auch hier Präventionshinweise geben, damit Sie sich sicher fühlen im Umgang mit unbekannten Personen. Und wenn man die nächste Folie dann mal sieht, da will ich Ihnen einfach nur mal das Ziel, ja, der Betrüger einfach erstmal klar machen. Und das Ziel der Betrüger ist immer Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände. Und das muss man sich zuallererst erstmal verdeutlichen. Ja? Also man hat es immer auf das Geld oder auf Wertgegenstände wie Schmuck oder Ähnliches abgesehen. Das ist ganz wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, damit man auch hier sensibilisiert ist, wenn Gesprächsverläufe ins Finanzielle gehen, in Vermögensstände, dann sollte man auch die Ohren spitzen. Ja? Also spätestens dann. Es wäre ja super, wenn man quasi so ein, ich sag mal, im Gehirn so einen Schalter anbringen könnte, halt sobald das Thema auf Geld kommt, geht erstmal Alarmglocke an. Also da müsste man quasi sagen, so kenne ich diesen Menschen oder wer ist das überhaupt? Weil, genau, wie ich schon sagte, im Internet weiß ich ja nicht, ob auf der anderen Seite ein Hund ist, dieser berühmte Cartoon halt. Oder aber bei dem Anrufer weiß ich ja nicht, ob da ein Polizeibeamter ist oder ein Reeder. Also sobald da nach Geld gefragt wird und wenn es nur, ich glaube in Ihrem Fall waren es anfangs 50 Euro. Es waren 50 Euro für eine Auslage. Jemand, der wollte nach Deutschland ziehen, hatte noch kein Konto und musste irgendeine kleine Gebühr bezahlen. Aber mit der ersten Gebühr oder mit der ersten Zahlung, die ich geleistet habe, muss ich mich schämen dafür. Ich erkenne, ich habe was Falsches getan und aus dieser Schamfalle komme ich nicht mehr raus. Nicht mehr raus. Das sind dann 9.000 Euro draus geworden. Das sind 9.000 Euro draus geworden, ja. Dankeschön. Gut, ja. Dann würde ich auch mal beginnen mit den Fake-Shops, um Ihnen einfach die erste Masche einfach mal konkret darzustellen, wie die Fake-Shop-Betreiber auch vorgehen, was sich dahinter verbirgt und wie präsent sie vor allem sind. Also gerade hier bei der ersten Folie sehen Sie ja unterschiedliche Zeitungsartikel. Ja, wir im Landeskriminalamt haben über die Fake-Shops aufgeklärt, auch gerade zur Weihnachtszeit, weil hier die Betrüger auch das große Geschäft im Online-Kauf wittern, ja, und sich da natürlich dort sehr, sehr präsent zeigen zu dieser Zeit. Und haben wir dann unsere Pressemeldung auch dementsprechend platziert. Unten sieht man eine Pressemeldung, wo zum Beispiel im letzten Jahr der Thermomix gefaked wurde. Also der Thermomix ist quasi gefaked ein heißt gefälscht. Gefälscht in dem Sinne. Genau, ein gefälschter Online-Shop, ja. Mhm. Also ein Fake-Shop ist ein gefälschter Online-Shop, das kann man sich schon mal erstmal merken. Und da wurden Thermomix, also Küchengeräte genommen, die einfach bei den Leuten sehr, sehr beliebt waren, weil dieses Küchengerät anscheinend sehr, sehr viel kann. Und dann hat man versucht, diesen Thermomix online anzupreisen, also vorgetäuscht, man hat diese Ware. Und hat dann so das große Geld machen können. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass wir als Polizei immer wieder Erfolge auch da in der Strafverfolgung haben. Also gerade in Augsburg gab es hier eine große Festnahme von Fake-Shop-Betreibern. Also die gehen meistens auch in einer Bande, sind die aktiv, also organisiert. Und diese Beträge, wie Sie hier sehen, reichen bis in die Millionen. Also die machen damit richtig, richtig viel Geld. Ja. Wie schaffen die das, dass die Menschen halt, sage ich mal, darauf reinfallen? Weil Thermomix, habe ich mal gehört, der kostet um die 1.000 Euro oder so. Mhm. Oder 2.000, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht gerade
ein Gerät des täglichen Bedarfs, das man mal eben am Kiosk kauft. Richtig. Also die Fake-Shop-Betreiber schaffen es, indem man, ich lese hier ganz kurz mal die Definition vor, um einfach erstmal ein Grundbild zu bekommen, was Fake-Shops erstmal sind. Also bei Fake-Shops handelt es sich um scheinbar existierende Online-Shops, also scheinbar wieder, ja, also es sind keine echten Online-Shops, diese locken Käufer mit vermeintlich günstigen Angeboten und versuchen durch Vorkasse an das schnelle Geld zu kommen. Also kurzum, um es einfach für Sie mal deutlich zu machen, welche Merkmale diese Fake-Shops vorweisen, ist in erster Linie immer das günstige Angebot. Also diese Fake-Shop-Betreiber, die sich vermeintlich als Online-Shop-Betreiber ausgeben, preisen immer mit günstigen Angeboten. Das heißt, sie gehen immer unter dem marktüblichen Preis, ja, um erstmal die Aufmerksamkeit des Kunden zu bekommen, damit die auf die entsprechende Fake-Shop-Seite, die aussieht wie eine Online-Shop-Seite, um erstmal die Aufmerksamkeit des Kunden zu bekommen. Ja? Und wenn das günstige Angebot dann auch entsprechend passt. Also jetzt ein Beispiel, bleiben wir bei einem Thermomix, sagen wir mal, der kostet jetzt normal im Handel halt 1.000 Euro. Mhm. Und da kommt jetzt ein Preisangebot, also nicht 10% günstiger, sondern 50% günstiger oder für 300 Euro. Ja, es reicht ja schon aus, genau, dass man einfach drunter geht. Also wenn es jetzt 1.000 Euro wären, dann bietet man den schon für 800 Euro an und ist dann unter den anderen. Ja, und okay, damit hat man schon mal das Interesse des Kunden geweckt. Ja, und man meint dann, das große Geschäft zu wittern, ja, nach dem Motto, Geiz ist geil, ja, ich brauche das Angebot, ich muss das jetzt schnell haben. Und darauf springen anscheinend viele Leute. Ja? Die lassen sich sehr von dem Preis leiten beim Einkauf. Ja. Und das wird hier gerade deutlich. Und das nutzen die Fake-Shop-Betreiber aus. Also es gibt auch wirklich Fake-Shops, halt, die dann jetzt nicht so offenkundige, sag ich mal, günstige Preise anbieten, sondern wirklich nur 80% oder so. Genau, also was nicht deutlich, also es gibt ja manchmal auch Rabattaktionen im Winterschlussverkauf, wo dann auch die Preise so purzeln, dass man sagt, die Hälfte bezahlt. Richtig. Aber 80% klingt für mich ja erstmal ein reelles Angebot. Genau, also es sind schon günstige Angebote und wie gesagt, das Interesse erstmal zu bekommen. Ja. Und das ist ein Merkmal. Ja? Okay. Wir gehen mal die Merkmale durch, damit es klar wird, wie das Gesamtbild auf dieser Fake-Shops dann ausschaut. Weiterhin haben diese Fake-Shop-Betreiber ein fehlerhaftes Impressum. Also jeder Online-Shop-Betreiber muss ja ein Impressum haben, wo dann auch die geografische Adresse hinterlegt ist, beziehungsweise die E-Mail. Und diese Fake-Shop-Betreiber lassen entweder dieses Impressum weg. Also das Impressum ist meistens unten auf der Internetseite, auf dem Online-Shop zu finden. Da muss man draufklicken und dann sieht man quasi, wo kommt dieser Online-Shop-Betreiber überhaupt her. Und die Fake-Shop-Betreiber lassen es entweder weg oder sie bedienen sich Adressen oder Namen von irgendwelchen unschuldigen Bürgern. Das kann sein, dass dann auf einmal der Sebastian Ries dort als Impressumsinhaber draufsteht, mit meiner Adresse und ich dann irgendwann einen Anruf erhalte, was ist denn mit meiner Ware, die ich bei Ihnen bestellt habe, da kommt nichts. Ja. Das sind dann die Gewiefteren, halt, die das Impressum auch noch fälschen. Absolut, absolut. Also von dem her kann man, ist das zweite Merkmal. Ein weiteres Merkmal sind fehlerhafte Inhalte auf der Internetseite. Das heißt, entweder fehlt die komplette Unterseite, es sind keine allgemeinen Geschäftsbedingungen vorhanden. Oder das Impressum fehlt oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in einem schlechten Deutsch geschrieben. Da sind wir wieder auch bei Ihnen, was Sie vorhin gesagt haben. Oft werden diese Dinge auch aus dem Ausland betrieben und dementsprechend haben diese Betreiber dann auch nicht so die Sprachkenntnisse und das wird auch bei dem einen oder anderen deutlich. Mhm. Ja? Und zu guter Letzt, und das macht jetzt eigentlich diesen Fake-Shop erst rund. Ja? Sie versuchen, die Kunden immer wieder über die riskante Zahlungsmöglichkeit der Vorkasse hin zu leiten, indem sie darüber bezahlen. Also im Endeffekt preisen sie zwar mit anderen Zahlungsmöglichkeiten, aber dann kommen dann Argumente, wenn ich dann irgendwo mit Rechnung zahlen möchte. Ja, das geht beim Ersteinkauf nicht. Das geht dann nur für Stammkunden. Ja? Also man wird so oder so immer wieder auf die Vorkasse geleitet. Und Vorkasse heißt einfach, ich bestelle die Ware, muss ich aber erst zahlen, bevor ich dann auch die Ware bekomme. Das heißt, immer erst muss ich zahlen und bin im Ungewissen, ob dann überhaupt meine Ware, was ich bestellt habe, bekommen will. Ja. Also Vorkasse heißt, Geld ist weg. Geld ist in dem Sinne erstmal weg und man muss darauf hoffen, dass ich auf einen seriösen Online-Shop-Betreiber stoße, der mir dann auch die Ware entsprechend liefert. Okay. Und zum anderen, für Sie da, auch noch zu Hause sehr wichtig, also dieses Fake-Shop-Betreiber bedienen sich auch im kompletten Warenangebot. Also da können Turnschuhe gefälscht werden, da werden Handtaschen gefälscht, Autos, Schmuck, Gold, also wirklich alles. Die springen einfach auf die Dinge drauf,
die gerade wunderbar im Markt so hoch gepriesen werden, irgendwelche Markenklamotten, Kleidung in der Hinsicht. Und da sollte man einfach aufpassen. Was so ein richtiger Ganove ist, Dankeschön schon mal, ein richtiger Ganove ist, der hat auch keine Hemmungen, einfach die Fotos zu klauen dann von den Originalmarken. Richtig, also das war ja gerade bei Thermomix der Fall. Da hat man gedacht, man ist auf der Thermomix-Seite. Ja. Und schlussendlich war man aber auf einem Fake-Shop gelandet und man hat vermutet und man hat dann den Thermomix bezahlt und hat dann nichts geliefert bekommen. Welche Bezahlverfahren, also Vorkasse, das ist vermutlich Überweisung. Gibt es noch andere Bezahlverfahren, die da verwendet werden? Also es gibt noch andere Bezahlverfahren, da würde ich aber gerne gleich zukommen, zu den Präventionshinweisen. Einfach, um den Leuten klarzumachen, dass diese Präventionshinweise alle kumulativ, also zusammenhängend sind und wenn man die beachtet, kann man dann auch nichts falsch machen. Ich würde dann gerade weitermachen. Klar, bitte. Genau, also wie gesagt, wir wollen ja das ganze Thema einfach halten. Also Sie sollen Ihren Online-Einkauf auch einfach hinbekommen, ja, und daher war es uns wichtig, auch Ihnen 5 Tipps an die Hand zu geben, damit Sie sich auch sicher fühlen in dem Sinne, wenn Sie Ihren Online-Einkauf tätigen. Und da ist unser erster Tipp, wie ich es bereits auch schon erwähnt habe, immer das Impressum zu prüfen. Ja? Das heißt, das Impressum, da sind die Angaben des Online-Shop-Betreibers hinterlegt und jeder seriöse Online-Shop-Betreiber muss auch, ist verpflichtet, ja, die geografische Adresse zu hinterlegen und auch eine E-Mail. Ja? Ganz seriöse Online-Shop-Betreiber haben dann auch noch Kundenservice. Telefonnummer, darum sollte es auch angegeben werden. Telefonnummern, Direktkontakt, wo man per Online-Chat mit einem Mitarbeiter sprechen kann. Aber das sind alles Dinge, die sind so aufwendig, dass es die Gangster, vermute ich, nicht machen. Richtig, ja. Genau. Also von dem her ist hier wesentlich, zum einen das Impressum sich einfach mal anzuschauen, ja, als ein Merkmal, ja, bevor man dann auch weiter prüft und sich den Ruf des Unternehmens einfach mal anschaut. Vielleicht nochmal kurz zum Impressum. Also ja, wir haben ja eben gesagt, man kann auch ein Impressum fälschen. Also da hat man zum Beispiel die Adresse von Herrn Sebastian Ries angegeben und eine Telefonnummer. Mhm. Genau. Und dann sage ich als Verbraucherschützer immer, wenn ich den Laden nicht kenne, rufe ich da mal an. Genau. So, und wenn man dann bei feierabend.de anruft, dann landet man bei Ihren Kollegen in Frankfurt. Kollegen in Frankfurt, so, die melden sich natürlich mit Feierabend. Man kann dann auch mal eine Frage dazu stellen, die korrekt beantwortet sein müsste. Zum Beispiel, wie viele Mitglieder hat Ihr Portal, wenn dann eine falsche Antwort kommt und es nicht übereinstimmt mit dem, was auf der Webseite steht, dann muss man schon misstrauisch werden. Oder wenn man halt dann die Nummer von Herrn, vermeintliche Nummer von Ihnen angegeben hätte, zum Beispiel, halt geht keiner ran oder Sie gehen ran. Oder ich gehe ran und sagen dann wie Thermomix für 80%. Genau, bin dann ganz irritiert. Genau. Ja. Also das ist ein Merkmal von den 5. Ja. Sehr gut. Und das zweite Merkmal ist dann ganz klar auch den Ruf des Unternehmens sich einfach mal anzuschauen. Also hier sind gerade Bewertungsportale, die sich bewährt haben. Ja. Aber auch hier bitte ein umfangreiches Meinungsbild sich einzuholen, also nicht nur eine Bewertung sich durchzulesen, sondern wirklich dann auch zum Beispiel mit Familie, Angehörigen mal zu reden, kennt ihr den Online-Shop, ja, oder auch Freunde, Nachbarn, ja, einfach wo man sich sicher ist, dass die vielleicht auch häufig im Online-Einkauf unterwegs sind. Ja, und ansonsten einfach wirklich ein großes Meinungsbild hier über das Unternehmen sich einzuholen. Die beiden Punkte passen ja zusammen. Also wenn da jetzt wirklich ein gefälschtes Impressum ist und da ist zum Beispiel Herr Sebastian Ries als Shopbetreiber eingegeben, da könnte ich ja bei Google oder einer anderen Suchmaschine meiner Wahl eingeben, Sebastian Ries, Shopbetreiber und dann zum Beispiel Beschwerde. Und dann würde, also wenn Sie wirklich einen Shop betreiben würden, würde eventuell was kommen. Genau. Wenn da aber nichts kommt, heißt das für mich schon, entweder gibt es den Herrn Sebastian Ries gar nicht oder er hat gar keinen Shop. Richtig. Oder es gibt keine Beschwerden und das wäre dann auch gut. Richtig, richtig. Also von dem her wirklich hier sich in Ruhe einfach ein Meinungsbild einholen. Ja, mit entsprechenden Schlüsselwörtern kann man durchaus auch in Suchmaschinen damit suchen, ja, mit Negativmeinungen, die man sich einholen kann. Sehr gut. Und dann, genau, hat man schon mal ein gutes Bewertungskriterium. Ansonsten ist für uns ganz wichtig hier Internetgütesiegel. Die haben sich einfach bewährt in dem Sinne, dass es unterschiedliche mittlerweile auch gibt. Ich zeige Ihnen auch gerade mal die Internetseite, genau, wo diese Internetgütesiegel auch mal erklärt werden. Ich denke, der ein oder andere wird es bei Ihnen zu Hause auch kennen. Ja? Hier Trusted Shops, Internet Privacy Standards oder auch das EHI geprüfte Online-Shop-Siegel oder Safer Shopping von TÜV. Ja? Also das sind so die bekannten und die haben alle
unterschiedlich, aber doch in der Regel mit dem gleichen Ziel, Qualitätskriterien, ja, die sie aussprechen und wonach sie auch prüfen und vonstatten gehen. Wichtig bei diesen Internetgütesiegeln ist Folgendes. Wenn wir uns jetzt mal hier einen Online-Shop anschauen, ja, sieht man hier zum Beispiel zwei Siegel unten. Ja? Und das ist schon mal ein Indiz, dass es sich hier sehr wahrscheinlich um einen seriösen handeln könnte. Das Siegel allein reicht aber nicht aus. Also das Siegel allein ist schon mal der erste Ansatz, aber wichtig hierbei ist immer, dass man die Kontrolle macht. Und die Kontrolle geht, indem man auf das Siegel auch schlussendlich draufklickt, ja? Und die Gegenkontrolle macht. Das heißt, man klickt auf das Siegel und schlussendlich öffnet sich dann das entsprechende Zertifikat, ja, von dem Siegel. Das heißt, die entsprechende Seite. Die Merkmale sind hier sehr klein. Ich habe es jetzt mal auch in größerer Darstellung. Wichtig hier als Kriterien einmal die Seite. Also hier in dem Fall wäre das jetzt trustedshops.de, wo man dann hin weitergeleitet wird. Ja, trustedshops.de mit einer entsprechenden Zertifikatsnummer. Ja. Und die Preise dann auch mit Käuferschutz und Kundenservice ist ja auch nicht schlecht, wo man auch mal sich hinwenden kann und mal Fragen stellen kann, mit wem habe ich es denn hier zu tun, mit welchem Online-Shop, ist er seriös und hat er wirklich ihr Siegel, ja, wo man auch nochmal die Gegenprobe machen kann und auch die ersten Bewertungen, ja, über den Online-Shop, die man sich hier anschauen kann, ja, wo man ganz viele Sterne vergeben kann, was dann in der Regel für gut befunden wird, ja, der Online-Shop, hier in dem Fall 71.000 haben 5 Sterne vergeben. Und nur 783, sage ich mal, ein Stern, ja, das wäre schon mal ein relatives Indiz dafür, dass es sich hier um seriösen handelt. Der Hintergrund für Ihren Tipp ist vermutlich, wir haben ja Fake, also gefälschte Shops, und so ein Siegel kann man auch fälschen. So ein Siegel kann man auch fälschen, die werden auch gefälscht. Das ist ganz einfach in der heutigen Zeit, also man hat gewisse Spielzeuge, sage ich jetzt mal, ja, Werkzeuge, und dann kann ich das ausschneiden, einfach auf meinen gefälschten Online-Shop drauf machen, also von dem her, das Siegel allein reicht hier nicht aus. Man muss immer noch mal auf das Siegel klicken, um dann auch wirklich auf das Zertifikat zu stoßen. Ist aber auch gar nicht so verkehrt. Also wenn es ein seriöser Shop ist und ich kenne den noch nicht, gibt mir dieses Siegel auch Auskunft über den Shop, über Bewertungen. Und wir haben ja die Sterne gerade gesehen. Also selbst wenn es ein Shop ist, der seriös ist und ich kenne ihn nicht, hilft der Blick ins Impressum und der Klick auf das Siegel. Auf jeden Fall. Also wenn das Siegel da ist, sollte man ihn auch nutzen und man sollte auch mal draufgehen und sollte sich das anschauen, ja, bevor man irgendwo was bestellt. Sehr gut. Ja, als vierten Tipp, da sind wir jetzt bei den Zahlungsmethoden, die Sie vorhin angesprochen hatten. Also wir raten ja grundsätzlich, wie gesagt, von dieser Vorauskasse, von der Zahlungsmöglichkeit ab, weil die einfach zu riskant ist. Hier geht es immer darum, dass man erst zahlt und dann die Ware bekommt. Ja, und das halten wir grundsätzlich für unseriös. Natürlich gibt es kleine Unternehmen, die darauf angewiesen sind, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo meinen Weinhändler habe, den ich kenne, ja, da sage ich nichts gegen. Aber wenn man diesen Online-Shop nicht kennt, und das ist 99%, Vorauskasse nein. Ja? Und von dem her raten wir da wirklich zu anderen Zahlungsmöglichkeiten und in dem Sinne bevorzugen wir ganz klar hier auf Rechnung. Ja? Und weil auf Rechnung immer gewährleistet ist, dass ich erstmal die Ware bekomme, ich kann sie mir in Ruhe anschauen, ich kann gucken, hat die irgendwelche Mängel, ja? Ist sie intakt und kann dann entsprechend auch den Zahlungsnachweis tätigen. Ja? Und auf der anderen Seite, also Rechnung die eine Zahlungsmöglichkeit, die wir empfehlen, und auf der anderen Seite noch das Lastschriftverfahren bzw. Einzugsermächtigung. Ich meine, da können Sie kurz was sagen, da sind Sie, glaube ich, eher der Experte. Ja, das ist bei den Bezahlverfahren, sagen die Verbraucherschützer ja auch, das sicherste ist immer Gegenrechnung. Also ich bekomme erstmal die Ware, ich habe ja in den meisten Fällen im Internet auch ein 14-tägiges Widerrufsrecht und wenn ich mit der Ware zufrieden bin, begleiche ich. Machen inzwischen auch wieder sehr viele Shops, auch bei Stammkunden natürlich, aber manchmal auch schon beim Erstkontakt. Das zweitsicherste ist die Einzugsermächtigung. So, da werden viele sagen, ja, da gebe ich ja meine Daten preis. So, Ihre Daten geben Sie ja sowieso preis beim Bestellvorgang. Sie müssen ja auch Ihre Adresse angeben. Das ist ja auch schon ein sehr privates Datum halt. Also die Adresse ist, sage ich mal, für mich noch privater als meine Bankverbindung halt. Dann könnte mich ja ein Kauner besuchen kommen. So, also das heißt, so eine Dateneingabe sollte man immer über eine gesicherte Verbindung machen. Also die berühmte HTTPS-Seite. Genau. Wenn ich jetzt da meine Bankdaten angebe und erteile eine Einzugsermächtigung, dann habe ich nach meinen Bankbedingungen halt, ich glaube 8 Wochen inzwischen, die Möglichkeit, das Geld zurückzubuchen, wenn es halt einen Fehler gibt. Und das funktioniert auch. Ich habe das schon zweimal gemacht, halt, weil ein Anbieter halt bei mir Beträge doppelt abgebucht hatte. Habe ich bei meiner Bank angerufen und das
Geld war sofort wieder da. Das heißt, ich war beim Online-Banking gesehen, der Anbieter hatte das zweimal abgebucht, habe meine Sachbearbeiterin angerufen, die Nummer wird immer eingeblendet und sie hat dann wirklich am Computer das Geld zurückgeholt. Das heißt, bei Einzugsermächtigung kann man halt wirklich, wenn man sagt, ich habe die Sache bestellt und habe jetzt 6 Wochen nichts gehört, rufe ich meine Bank an, sage, hol das Geld zurück, ich widerrufe jetzt. Schluss. Und dann habe ich das Geld nicht verloren. So, wenn man aber wirklich Vorkasse, das heißt Überweisung, es gibt ja Sofortüberweisung, und dann gibt es diese anonymen Bezahlverfahren, Western, genau. Money Transfer etc. Western Union, dann ist das Geld wirklich weg. Das ist so, als würde ich einem fremden Menschen halt, also einem mit der berühmten schwarzen Kapuze über dem Kopf halt einfach das mal Geld, Cash geben. Die 9.000 Euro oder die 1.000 Euro in die Hand drücken. Dann ist das Geld weg. Wobei man auch bei Western Union, das hat auch einen ganz anderen Sinn, diese Zahlungsmöglichkeiten. Das sind wirklich Auslandstransferleistungen, die man da machen kann, wo man zum Beispiel jemanden, einen Familienangehörigen im Ausland hat, ja, dann sind diese Zahlungsmöglichkeiten, also für diejenigen sind das, ja, wo man auch weiß, wer das Geld bekommt. Aber das ist bei uns in der Regel nicht der Fall und von dem her empfehlen wir die auch ganz klar nicht. Ja, und zu guter Letzt, ja, das ist eigentlich so der wichtigste Tipp, den wir immer geben, ja, nehmen Sie sich Zeit für Ihren Online-Kauf. Ja, es ist nicht schlimmer als im Weihnachtsstress, Vorweihnachtsstress, jeder kennt es, dass man da schnell noch den letzten Einkauf tätigen will und am besten noch online, weil das ist ja auch relativ entspannt von zu Hause, ja, einfach Zeit nehmen. Die 5 Regeln beiseite legen, ja, und die abarbeiten und dann auch mit einem guten Gefühl bestellen, weil es gibt nichts Blöderes, als vor Weihnachten dem Enkel zu sagen, ja, ich habe es versucht, aber ich bin auf einen Fake-Shop reingefallen. Ja? Also von dem her beherzigen und dann sind sie auch auf der relativ sicheren Seite. Da sind wir, glaube ich, auch nochmal bei einem Kriterium halt, also der Verbraucherschützer sagt immer, schlaf eine Nacht drüber. Ganz wichtig. So, wenn ich jetzt aber diese Angebote habe, 80%, 50%, ja, genau. Die sind ja meistens halt, schlagen die sofort zu bis heute noch Sonderangebot. Sprich, man setzt sie auch unter Zeitdruck. Richtig. Und da gibt es dann auch dieses geflügelte Wort, Gier schaltet Kleinhirn aus. Absolut. Also wenn einfach die Zahlen stimmen, wenn man sagt, ich kann 10 Euro sparen, peng. Aber ich kann jetzt hier bei dem Thermomix halt 500 Euro sparen. Ey, 500 Euro? Da bleibt ja noch ein bisschen für den Weihnachtsurlaub. Ja, aber nur noch bis 18 Uhr. Wenn Sie jetzt sofort bestellen, da haben wir wieder den Faktor Zeitdruck. Absolut, ja. Das ist ja generell bei emotionalen Entscheidungen, die man trifft. Man sagt ja nicht ohne Grund auch blind vor Liebe, ja. Da setzt manchmal auch der Verstand aus. Also von dem her einfach mal drüber schlafen, ja, sich die Zeit nehmen und dann dementsprechend auch mit einem guten Gewissen die Bestellung auch tätigen, ja, bei einem seriösen Online-Shop und nicht bei einem Fake-Shop. Sehr gut, Dankeschön. Ich habe jetzt von Ihnen schon einige Tipps bekommen. Einfach mal eine Frage für unsere Teilnehmer. Bekommen wir im Anschluss auch noch, sag ich mal, Internetseiten genannt, wo man diese Tipps auch alles findet? Ja, also, dass die Leute am Rechner jetzt nicht alles mitschreiben müssen. Richtig. Also wir haben ja eine eigene Homepage, sag ich mal, eine eigene Internetseite, www.polizei.llp.de. Aber darüber hinaus, für die Nicht-Rheinland-Pfälzer, ja, haben wir natürlich auch eine bundesweite Informationsseite. Komme ich nachher noch zu. Es muss keiner mitschreiben. Und wir werden auch den Link an feierabend.de weitergeben. Und dann kann man das wunderbar auch dann genau nachlesen. Ich denke, bei all unseren Partnern finden wir dann diese Tipps. So bei feierabend.de, klar, Rheinland-Pfalz. Natürlich finden wir auch bei uns. Hier bei den Silver-Tipps, beim Digital-Kompass auf der Seite halt, werden wir nochmal die ganzen Tipps, die Sie heute bekommen, halt von Herrn Ries nochmal einblenden. Trotzdem kann man immer schon mal nicht mitschreiben, nämlich was man mitschreibt, vertieft sich dann auch schon mal besser. Ja. Gut, jetzt sind wir eigentlich mit dem ersten Block durch und würden jetzt mal schauen, ob es Fragen der Teilnehmer gibt. Da sitzt der Herr Leiser jetzt näher dran. Ich stelle Ihnen am besten gleich das Laptop hier rüber, aber es gab schon eine ganze Menge Fragen. Jetzt muss ich mal gucken. Vorkasse PayPal höre ich gerade. Also da können wir vielleicht auch kurz was zu sagen, weil PayPal auch immer in aller Munde ist. Genau. Und also wie gesagt, die Grundsatzempfehlung lautet Rechnung, Einzugsermächtigung, Lastschriftverfahren. Ja, das sind die zwei Empfehlungen, die wir Ihnen ganz klar mitgeben wollen. Und die Empfehlung können wir Ihnen auch ohne Wenn und Aber nennen. Ja, bei PayPal ist es so, es ist einfach ein Dienstleister im Endeffekt, ja, der sich dazwischen schaltet, wer PayPal nicht kennt, ja. Und kümmert sich dann quasi um die Kaufabwicklung von dem Kunden mit dem Verkäufer, ja, dass das alles funktioniert. Man muss da aber dazu sagen, da werden auch sensible Daten an PayPal geliefert, sodass man auch hier sich einfach im Klaren sein muss,
Es sind sensible Daten, die ich wieder rausgebe. Das empfehlen wir nicht. Von dem her kann ich nicht PayPal empfehlen als Polizeibeamter. Und da muss jeder in seiner Eigenverantwortung dann auch die Sache sehen. Ich weiß nicht, ob Sie noch... Ja, ich sehe das ähnlich. PayPal ist natürlich insofern sicherer und wird auch vermutlich von den Fake-Shop-Betreibern nicht genutzt, weil es bei PayPal die Regel gibt, dass das Geld erst weitergeleitet wird, wenn Sie als Kunde sagen, Ware ist eingegangen. So, also das nennt sich, glaube ich, Kundenschutz bei PayPal. Insofern halt kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Fake-Shop-Betreiber PayPal benutzt, weil dann müsste er ja die Ware verschicken. Richtig. So, also kommt meines Wissens jetzt auch noch nicht vor. Ja? Also von dem her, es gibt da keine Fälle. Bei uns ist ganz klar immer die Masche, dass auf die Vorauskasse gezielt wird. Darüber soll man den Transfer leisten, ja? Weil das die einfachste Methode ist, an das schnelle Geld zu kommen. Wir haben ja auch noch mal eine Frage speziell zu eBay. Ob dort denn die Anbieter in irgendeiner Weise überprüft werden? Also ich weiß von eBay, es gab auch dort schon Fake-Shop-Fälle, ja, wo sich Anbieter als jemand ausgegeben haben, diese dann im Endeffekt nicht waren. Von dem her hat aber auch eBay da einiges in letzter Zeit getan, aber das sind Sicherheitsvorkehrungen, die das private Unternehmen beschäftigen, da kann ich jetzt keine Empfehlung zu geben. Ich habe ähnliche Fälle gehört im letzten Jahr bei Amazon. Besteht ja auch die Möglichkeit, einmal bei Amazon selber zu kaufen. Oder Amazon gibt auch Händlern die Möglichkeit, auf der Plattform einen Shop zu betreiben. Und das Perfide war, diese Shops sind gekapert worden. Das heißt, es war ein seriöser Anbieter, der hatte plötzlich keinen Zugriff mehr auf seine Seiten. Also das wissen Sie als Portalbetreiber, wie sowas funktionieren kann. Die wurde quasi ausgesperrt. Dann haben diese, ich sag mal, diese Kidnapper, die haben dann auf der Seite halt ihre Produkte eingestellt oder die gleichen Produkte nur viel, viel günstiger, haben dann ein anderes Bezahlverfahren angegeben, haben gesagt, diese Produkte heute nur zum halben Preis halt, wenn sie da und dahin überweisen. Und dann war halt wirklich für einen Tag dieser Shop gekapert und die Leute haben darüber die Kunden abgezockt. Und der Betreiber, der auch im Impressum stand, war dieser seriöse Shopbetreiber. Das heißt, nicht nur die Zugangsdaten, sondern auch die Reputation gleich mitgeklaut. Aber da gilt halt auch wieder, wenn das Angebot zu günstig ist und plötzlich Vorauskasse. Ich kenne doch diesen Shopbetreiber, da darf ich per Rechnung bezahlen, da darf ich per Lastschrift Einzugsverfahren bezahlen. Jetzt will er plötzlich Vorauskasse haben und jetzt kostet es nur noch die Hälfte. Das kann ich eigentlich nur ergänzen, weil im Endeffekt durch die Präventionshinweise, die 5 Stück, ja, hat man auch, muss man sich gar nicht mehr so Gedanken machen in dem Sinne, wie die Täter immer weiter vorgehen, sondern man muss einfach nur bei den Prüfungskriterien bleiben, wie der Herr Steinke eben gerade gesagt hat, ist hier die Vorauskasse wieder, ja, ist Merkmal, dann mache ich es nicht. Ja, dann mache ich es nicht. Ganz einfach. Ja, 5 Kriterien, 1 davon ist irgendwo fehlerhaft, dann wird der Online-Shop einfach nicht durchgeführt. Ganz einfach. Ja, viele Fragen drehen sich hier auch um das Thema Trusted Shops. Einer möchte nochmal genau wissen, wie man denn überprüfen kann, dass das Siegel bei Trusted Shop ein echtes ist. Ja, also ich habe ja vorhin schon die Kriterien einfach mal gezeigt, die zum Beispiel Trusted Shop auch anwendet. Die haben auch einen Kundenservice, die haben eine Zertifikatsnummer, die haben weitere Merkmale. Ja, da muss man sich in dem Sinne einfach dann auch mal wirklich hinsetzen und diese Kriterien mal abprüfen und zur Not auch mal bei Trusted Shop selbst anrufen, ja, und sich dann dementsprechend einfach vergewissern, ob das hier auch das echte Siegel ist und im Zweifel den Online-Shop-Einkauf nicht tätigen. Ganz wichtig. Auf die Frage habe ich gewartet, also insofern endlich darf ich das sagen, weil bei Trusted Shop, man kann natürlich auf diesen Button klicken, halt bei der Seite selber, bei dem Shopbetreiber, genau. Und dann geht ja wieder eine andere Seite auf. Genau. Haben Sie ja eben gezeigt und da steht dann Trusted Shops, aber auch selbst die Seite kann man fälschen. So. Das heißt, die umgekehrte Suche kann man natürlich nicht fälschen. Das heißt, Sie sehen, da ist ein Siegel von Trusted Shops, dann gehe ich selber auf die Seite von Trusted Shops und da gibt es auch eine Suchfunktion. Und dann gebe ich da bei der Suchfunktion diese Internetadresse ein. Ja. Und wenn die dann erscheint, dann kann ich im Zweifel sogar nochmal anrufen bei Trusted Shops. Hier wird der Shop und Shop so angegeben, halt, ist der wirklich bei euch registriert? Also ich suche direkt bei Trusted Shops nach diesem Laden und gehe nicht über den Link, weil bei einem Link kann man halt wieder Gefahr laufen, dass auch diese Seite mit dem Zertifikat gefälscht ist. Korrekt. Auch hier wieder die Gegenprüfung, die sich dann auch anbietet. Ja, sehr guter Tipp. Dankeschön für den. Ja. Genau, für gute Frage. Ja. Ich würde sagen. Ja, ich gucke mal, ob wir noch eine haben. Ja, ist im Prinzip der gleiche Themenkomplex Trusted Shops. Sehr gut. Gut, dann sind wir ja schon beim Block 2.
Wir machen jetzt keine Pause, wo man sich einen Kaffee holen kann, keine Werbeunterbrechung, wir machen gleich weiter ja. mit dem Thema Betrugsmaschen am Telefon. Ja, genau, absolut. Also da ist es dann auch einfach so, da können wir wieder die Kamera wegnehmen, wollte ich gerade sagen. Ja, die aktuelle Betrugsmasche, die uns hier im realen Leben beschäftigt, wie gesagt, der Betrug im Namen der Polizei, ein sehr, sehr sensibles Thema, weil es uns als Instanz trifft, ja. Und wir natürlich darauf angewiesen sind, dass wir ein Vertrauensverhältnis von Bürger und Polizei weiterhin bestehen haben und da auch kein Keil zwischen uns treiben lassen. Und deswegen ist es von uns auch sehr sensibel behandelt. Und hierzu will ich Ihnen auch kurz auch wieder erklären, wie die Täter da vorgehen, welche Masche sie immer wieder auch hier anwenden, um dann aber auch Ihnen zu erklären, wie der sichere Umgang mit unbekannten Personen vonstatten gehen sollte und im Anschluss dann noch ein paar Grundsätze, wie Sie grundsätzlich mit der Polizei, mit uns umzugehen haben, um auf der sicheren Seite zu haben und nicht auf einen falschen Polizeibeamten hereingefallen zu sein. Ja, auch in der Presse wird das Thema aktuell, also gerade jetzt, ich meine, letzte Woche gab es in Aktenzeichen XY eine Sendung über den falschen Polizeibeamten, unterschiedliche Pressemeldungen. Wir haben über Facebook haben wir das ganze Thema öffentlich gemacht, aber auch andere Zeitungen. Ja, und man sieht immer wieder, es sind hohe Summen, mit denen hier hantiert wird und Senioren betroffen sind. Hier ist zum Beispiel jemand um 18.000 Euro erleichtert worden. Also das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und ja, oder auch das Alter, wenn man sich mal anschaut, es sind wirklich auch ja, einfach ältere Leute, 80 und 89 Jahre, waren jetzt hier die Geschädigten. Und da kann man auch einfach mal sehen, auf wen man es abgezielt hat. Ja, es sind meistens einfach alleinstehende Senioren, ja, die dann dieser Masche einfach, ja. Warum gerade alleinstehend? Ja, alleinstehend, beziehungsweise generell allein zu Hause, ja, das ist so das Merkmal, weil man natürlich als allein immer irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch schutzlos ist, ja, und man dann natürlich sich auch nicht so in dem Wehrgefühl einfach fühlt. Ja. Also es ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo mit einer zweiten Person agiere und die mir dann auch zur Hilfe kommen kann, als wenn ich alleine bin. Ja. Also man hat quasi dann, wenn man alleine ist, hat man ja keinen, mit dem man mal drüber reden kann. Absolut, absolut. Ja, ja. Man ist eher mal zu einer schnellen Entscheidung wieder hingerissen, als dass man mal irgendwo jemanden hat, der mal sagt, hier, wir warten mal, wir gucken mal. Und das wissen auch die Täter und dementsprechend gehen die auch vor. Ich will auch hier kurz nochmal einen gewissen Modus operandi, so nennen wir das bei der Polizei, also eine Tätervorgehensweise. Ja? Also die falschen Polizisten rufen ihre Opfer unter der Notruf Nummer 110 an, um diese vor einem geplanten Diebstahl zu warnen. Die Angerufenen erhalten den Tipp, das gesamte Vermögen im Haus zu sammeln, um es von einem Kriminalbeamten abholen und an einen sicheren Ort bringen zu lassen. Selbstverständlich versprechen die Betrüger, das Geld zurückzubringen, wenn die Gefahr gebannt ist. Durch diese Vorgehensweise haben die Betrüger schon fünfstellige Summen erbeutet. Also das, wie gesagt, auch hier. Das klingt ja völlig utopisch. Also da ruft jemand an und ich gebe dem halt, sagen wir, 20.000 Euro. Ja, absolut. Aber das kommt wirklich vor. Das kommt vor. Und das zeigt aber auch auf der einen Seite natürlich das Vertrauensverhältnis, was hier in erster Linie erstmal gut ist, was man zur Polizei hat. Aber was auch Grenzen einfach hat, ja. Und diese Grenzen müssen wir einfach auch heute hier deutlich machen, ja. Und ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was mancher so daheim alles versucht. Euer Ruf ist einfach zu gut. Man sagt ja, ich trage das Geld lieber zur Polizei als zur Bank. Ja, ja. Da ist es sicherer. Ja. Aber wie gesagt, dann das machen sich heute leider dann auch Betrüger zunutze. Also diese falschen Polizisten haben wir bei uns im Portal auch. Und die rufen dann, oft sind es Mitglieder, die mit anderen in einer Meinungsverschiedenheit zum Streit gekommen sind und geben sich dann als Polizist aus, auch mit gefälschten Faxen. Man soll doch bitte den und den jetzt rausschmeißen oder die persönlichen Daten, seine Adresse rausrücken und geben sich als Polizeiinspektion meistens aus irgendeinem kleinen Ort vor. Deswegen, wenn wir von der Polizei angefragt werden, wir rufen auch immer zurück und machen uns vorher über das Telefonbuch kundig, ob denn tatsächlich unter der Nummer auch eine Polizeiwache zu finden ist. Sehr gut, also da haben Sie eigentlich auch schon den ersten Tipp auch schon verraten, ja, aber in dem Fall sehr, sehr gut, ja, weil genau das ist auch die richtige Vorgehensweise, sich immer auch nochmal zu vergewissern, mit wem hatte ich es denn gerade zu tun. Ich will kurz auf die Merkmale auch hier wieder eingehen, wie die Betrüger in dem Sinne
auch wieder vorgehen. Ja? Und das sind immer die gleichen Mechanismen, die diese Betrüger anwenden. In dem Sinne versuchen sie immer erst, den Kontakt herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Das ist erstmal das Grundgerüst. Das müssen sie erreichen. Kontakt herstellen, Vertrauen aufbauen. Und da ist es einfach so, dass diese Kontaktaufnahme bei dem falschen Polizeibeamten, um bei dieser Betrugsmasche mal zu bleiben, kann entweder telefonisch passieren. Das heißt, ich bekomme auf einmal einen Anruf. Der kann spät abends eintreffen, ja, und da meldet sich dann ein Polizeibeamter, ein quasi Polizeibeamter, ja, oder bei der telefonischen Geschichte ist auch noch wichtig, dass man auf dem Display, ja, häufig dann ja auch noch eine Telefonnummer sieht, ja, und diese Betrüger machen sich zunutze, dass sie dann einfach eine erfundene Telefonnummer, zum Beispiel die 06131, und dann hängen sie da hinten dran die 110. Und dann meint man ja, weil man ja die 110 sieht, ja, da könnte die Polizei dran sein. Das könnte ja echt sein. Ja, ja, aber die Polizei ruft nicht unter der 110 an. Also von dem her, aber auch hier lernen auch die Täter wieder weiter und nehmen zum Beispiel auch echte Telefonnummern der Polizei, ja, weil jede zuständige, also Dienststelle hat eine Telefonnummer, eine separate. Und die Täter, die aus dem Ausland häufig aus Callcentern agieren, haben so gutes technisches Gerät, dass sie einfach diese Telefonnummern fälschen können, indem sie kopieren. Und dann denke ich, ah, da ruft gerade der Mainzer Kollege an, das muss ja stimmen, die 06131, die Vorwahl und dann die entsprechende Rufnummer von der Dienststelle. Dabei ist das gar nicht der Kollege. Ja? Also von dem her, dieses Display hat keine Aussagekraft in puncto auf die Polizei zu beziehen. Ja? Das sollte man sich einfach erstmal grundsätzlich merken. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, man kann im Internet Seiten fälschen, man kann am Telefon Telefonnummern fälschen. Genau so ist es, ja. Also, und E-Mail-Adressen. Das muss man erstmal wissen, genau. Ja. E-Mail-Adressen dann vermutlich auch. Ja. Richtig, ja. Genau so leicht. Und eine weitere Kontaktaufnahmemöglichkeit ist bei dem falschen Polizeibeamten nicht der Anruf, sondern es kann auch ein persönliches Gespräch sein. Das heißt, wenn Sie auf der Straße angesprochen werden von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten, der dann einfach seinen Dienstausweis zeigt, ja, also der natürlich auch gefälscht ist, ja, ganz schnell, und gibt sich dann als der Polizeikommissar Sebastian Ries zum Beispiel aus, ja, dann das wäre auch eine Kontaktaufnahmemöglichkeit. Und zum Dritten, um den falschen Polizeibeamten auch in der Kontaktaufnahme zu wenden, es gibt auch die Möglichkeit, die Täter, dass sie über einen Brief an sie herantreten. Oh. Das heißt, da steht dann zum Beispiel drauf, Bundeskriminalamt oder Landeskriminalamt oder Kriminalinspektion, ja, was auch immer, auch wieder ein Name von einem Polizeibeamten, der vielleicht auch echt ist. Ja. Im Internet haben wir auf unserer Seite polizei.rlp.de auch Bezirksbeamte, ja, die in ihren Orten unterwegs sind. Auch diese Nummern werden gefälscht und auch die Namen von den Kollegen. Man sieht sie dort auch mit Bildern, werden auch gefälscht. Also von dem her, Name, Telefonnummern, immer eine relative Aussagekraft. Die kann man ja einfach eruieren, also sich suchen. Und ja, das sind die Kontaktaufnahmemöglichkeiten. Telefon, persönliche Ansprache auf der Straße oder der Anruf. Ja, und dann gehen sie, wie bereits geschildert, immer wieder geben sie sich als falschen Polizeibeamten aus, ob jetzt von der Kriminalpolizei, vom Landeskriminalamt oder vom Bundeskriminalamt. Ja, also sie nutzen da alle Institutionen hier in Deutschland, ja, um dann erstmal demjenigen zu sagen, hier, ich bin Polizeibeamter. Ja. Und man macht sich ja auch keine Gedanken, weil sonst frage ich die Leute immer, wie kommt denn meine Nummer? Aber natürlich die Polizei, wenn es darum geht, ein Verbrechen zu verhindern, darf auch eine Nummer recherchieren. Absolut, absolut, ja, ja, klar. Also von dem her, das ist immer wieder die gleiche Struktur, wie die Täter hier vorgehen. Die zweite Sache, die dann nach der Kontaktaufnahme, nachdem man dann im Gespräch ist, ja, dann hat man schon mal den Gesprächbeginn geschafft, man ist im Gespräch und dann geht es weiter mit der nächsten Phase, man versucht Angst und Betroffenheit zu erzeugen. Ja? Angst und Betroffenheit zu erzeugen, indem man von einem schlimmen Ereignis berichtet. In dem Fall ist es immer der Wohnungseinbruchsdiebstahl, ja, der momentan hier rumkursiert in Ihrem Umfeld, ja, in Ihrem Haus, in Ihrer Nachbarschaft gibt es eine Einbruchsserie. Ja? Und wir haben auch schon Täter gefasst. Manche sind aber noch flüchtig, sagen die dann. Ja? Wir sind noch in den Ermittlungen drin. Und bei den Tätern, die wir gefasst haben, so die Betrüger, haben wir dann einen Zettel gefunden. Und auf diesem Zettel steht Ihr Name mit Ihrer Adresse, also der Adresse des Anrufers, ja, den ich schädigen will. Und dann fühlt er sich natürlich gleich betroffen. Ja? Natürlich auch hat er Angst, das würde jedem so gehen. Und dann ist es so, dass man, nachdem man dann von dem Wohnungseinbruchsdiebstahl erzählt hat und von dem
von der Serie, genau, von der Adresse, die gefunden, ja, wurde. Dann geht man über zur Phase 3. Ja? Und nichts anderes ist das auch bei dem Briefkontakt. Ja? Beim Briefkontakt ist es auch so, dass man von dem schlimmen Ereignis erzählt, auch wieder auf dem Brief eine Nummer hinterlegt, wo man zurückrufen soll. Und dann spricht man aber nicht mit der Polizei, weil diese Nummer ist ja gefälscht. Genau. Man spricht mit dem Betrüger. Und auch im persönlichen Gespräch auf der Straße genau dasselbe. Wir haben hier momentan einen Wohnungseinbruchsdiebstahl in Ihrem Umfeld. Sie müssen sich schützen, Sie sind vielleicht der Nächste. Das ist immer die gleiche Vorgehensweise. Und da stelle ich mir vor, also das ist vielleicht eine richtig spannende Geschichte. Also diese Menschen schaffen es, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Erstmal, ich lege nicht auf, weil es Polizei. Und dann halt wirklich, dann packen die mich mit einer spannenden Story. Also könnte ein Krimi im Fernsehen sein, aber ich bin der Betroffene. Einbruchsserie, mein Name wurde gefunden, da höre ich natürlich zu. So, also da haben sie völlig recht, dann ich, nicht unbedingt, dass ich Angst habe, aber ich bin auf jeden Fall emotional irgendwie angefasst. So. Genau. Emotional dabei und dann bietet plötzlich jemand Hilfe an. Genau so ist es. Vorher, das muss man noch sagen, berichten die dann auch immer von der geheimen Mission, also zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja? Erzählen Sie keinem Nachbarn, keinem Freund, keinem Enkel, keinem Familienangehörigen, gar keinem etwas von dieser Mission. Ach, also das ist auch ein Kriterium, das kommt auch immer vor. Das ist, ja, man will natürlich nicht, dass der Angerufene, von dem er das Geld will, sich dann irgendwie noch Rat holt. Ja? Man will natürlich an das Geld durch ihn kommen und man will da keinen einbinden. Und dementsprechend gehen die dann immer in die Verschwiegenheit, ja? Hier erzählen sie keinem etwas. Und dann behindern die Ermittlungen damit. Man kann auch wirklich noch drohen als Polizei. Absolut, absolut, ja. Also von dem her, das ist einfach unseriös. Ja, und das muss man aber klar auch feststellen. Und dann gehen die hin, nachdem sie von dem schlimmen Ereignis erzählt haben und dass sie ja jetzt potenzielle Einbruchsopfer vielleicht werden, fragen sie die Frage, und jetzt müssen wir wieder hellhörig werden, welches Vermögen haben sie? Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, ja, was wollen die Betrüger alle? Die wollen ihr Geld. Und jetzt geht die Phase los. Welches Vermögen haben sie? Und dann wird der Angerufene gefragt, was haben sie denn daheim? Wie viel Geld haben sie denn daheim? Das ist unseriös. Aber so gehen die vor. Und dann sagt dann derjenige, ja, ich habe 50.000 Euro zu Hause, zum Beispiel. Oder 10.000 oder 5.000. Oder ich habe meinen Schmuck im Schlafzimmerschrank. Eigentlich nichts Wildes, aber das ist halt mein Familienschmuck. Ja? Also Man versucht jetzt die Beute, ja, also das, was kann ich bei demjenigen abgrasen, was kann ich holen, ja, und da ist jetzt das Vermögen entscheidend. Und zum einen, entweder man sagt, man hat etwas zu Hause, und wenn man nichts zu Hause hat, dann fragt man, okay, was haben Sie denn auf der Bank, ja, und dann, ja gut, dann erzählen die Leute, ja gut, auf der Bank habe ich dann auch meine 10.000, 20.000 oder 5.000 Euro, so, oder ich habe im Wertschließfach noch Gold oder keine Ahnung was, ja. Und diese Auskünfte, die wollen Sie jetzt erstmal bekommen, um dann erstmal die Betroffenheit noch weiter zu vertiefen und demjenigen noch weiter aufzuzeigen, hier, du musst dich drum kümmern, ja? Du musst jetzt was machen, du musst es in Sicherheit bringen. Und jetzt kommen wir quasi in die dritte Phase, die letzte Phase. Jetzt versuchen diejenigen, Sicherheit vorzutäuschen, indem sie Hilfe anbieten. Und das ist jetzt der Fall, in dem, wenn das Geld jetzt zu Hause ist, das ist der einfachste Fall. Dann sagt der Kollege, okay, passen Sie auf. Also der vermeintliche Kollege, ja, der Betrüger, sagt dann, passen Sie auf. Der Fake-Kollege. Wir machen es so, wir schicken Ihnen vermeintliche Polizeibeamte vorbei, die klingeln bei Ihnen und bringen Ihr Geld, was Sie daheim haben, oder Ihren Schmuck, bringen Sie auf die Dienststelle in Sicherheit. Ja, damit bei der Einbruchsserie die Gauner nichts finden. Ja, dann kommen die Leute und holen das Geld. Der zweite Fall, den ich eben geschildert habe, wenn der Angerufene erzählt, genau, ich habe mein Geld auf der Bank, dann lassen die nicht von Ihnen ab, sondern die wollen ja trotzdem an das Geld. Und dann sagen sie, okay, passen Sie auf, es kann auch sein, dass er Sie 2-3 Mal anruft. Und dann sagt er, im Zuge der Ermittlungen hat sich jetzt Folgendes ergeben, dass in der Einbruchsserie bei der Bande ist ein Bankmitarbeiter verstrickt. Ja? Und dieser Bankmitarbeiter, der ist ganz heiß da so dermaßen verstrickt, dass er das Geld beiseite schafft von Ihnen auf Ihrer Bank, was Sie dort eigentlich haben. Ja? Also der ist quasi Bandenmitglied, der ist Mittäter. Also bringen Sie bitte Ihr Geld von der Bank nach Hause oder bringen Sie es in ein Wertschließfach, ja? Damit es sicher ist. Und dann machen das manche Leute und bringen das entweder ins Wertschließfach oder auch wieder zu Hause. Zu Hause kann man sich vorstellen, wie die Masche weitergeht. Genau. Passen Sie auf, zu Hause ist es auch nicht sicher. Wir schicken wieder Kollegen und dann kommen wieder Kollegen und holen das Geld von zu Hause ab. Dann hat man ja schlussendlich das Ziel wieder erreicht. Hat derjenige das jetzt im Wertschließfach,
dann switchen die wieder um und sagen, passen Sie auf, unsere Ermittlungen haben ergeben, dass dieser Bankmitarbeiter nicht nur korrupt ist, sondern er gibt auch Falschgeld raus. Das heißt, dieses Geld, was Sie im Wertschließfach haben, müssen wir jetzt erstmal prüfen. Bringen Sie es erstmal nach Hause, dann kommen Boten und prüfen dann das Geld auf Falschgeld hin. Und wir geben Ihnen dann Bescheid. Also es läuft immer wieder darauf hinaus, dass das Geld von der Bank oder von zu Hause von einem Boten abgeholt wird. Das kann man sich merken. Also das früher, die guten alten Zeiten sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Früher war ein Banküberfall halt, man geht als Bankräuber in eine Bank rein, zieht eine Knarre halt, lässt sich das Geld geben. Jetzt ruft man als angeblicher Polizist halt bei älteren Menschen an, die also alleine zu Hause sind halt und lässt die das Geld abholen. Ja. Auch eine Form von Bankraub. Absolut, das ist sehr, sehr perfide, ja. Genau. Und nachdem Sie jetzt wissen, wie diese falschen Polizeibeamten vorgehen, ist es jetzt einfach wichtig zu wissen, damit wir nicht näher auf diese Menschen eingehen müssen, wie müssen Sie mit unbekannten Personen, weil im Endeffekt der anruft und sich als vermeintlicher Polizeibeamter ausgibt oder der sich auf der Straße anspricht und als vermeintlicher Kriminalbeamter ausgibt oder derjenige, der per Brief sich an Sie wendet, das sind erstmal unbekannte Personen. Ja, die muss man auch erstmal so behandeln. Ja, Sie kennen sie nicht, Sie wissen nicht, wer dahinter steckt und dementsprechend gibt es erstmal Tipps und in dem Fall sind es von uns 6 Tipps, die Sie zu beherzigen haben, wie man mit unbekannten Personen generell umgeht. Und Ihnen einfach nur aufzuzeigen, wo diese Tipps überall, bei welcher Masche sie funktionieren. Sie funktionieren nämlich nicht nur, unsere Tipps, bei dem Betrug im Namen der Polizei, sondern genauso beim Enkeltrickbetrug. Jeder, denke ich, kennt von Ihnen den Enkeltrickbetrug. Ansonsten können Sie sich auch darüber später bei uns informieren. Der Enkeltrickbetrug, da wird ein vermeintlicher Enkel, der anruft bei Ihnen, ja, sich als Ihr Enkel ausgibt, und dann auch wieder eine Notlage suggeriert, ja, ich habe irgendwo einen Unfall gehabt oder ich will mir ein neues Auto kaufen, ich brauche dringend Geld, ja, ich schicke einen besten Freund von mir und der holt das Geld bei Ihnen ab. Also im Endeffekt auch wieder die gleiche Masche mit denselben Mechanismen, die hier stattfinden. Also wieder Vertrauen aufbauen. Vertrauen aufbauen, ja. Dann wieder mit einem Not erzeugen, ich bin jetzt gerade. Genau, ein schlimmes Ereignis dann wieder, was in dem Fall passiert. Und dann im Endeffekt wieder die Sicherheit vortäuschen, indem man einfach sagt, hier, du kannst mir aber helfen, indem du mir das Geld jetzt einfach gibst und die Notlage damit beendest. Und nichts anderes ist es ja dann auch bei dem Scamming, ja, hier Betrug mit Vorauszahlung, wo man sich vermeintlich verliebt über einen Chat, ja, in eine Beziehungsperson, ja, die man aber eigentlich auch nicht kennt und die dann auch wieder ein schlimmes Ereignis, eine Notlage vorgibt, mein Kind muss operiert werden oder ich habe dafür kein Geld, ja, oder ein sonstiges schlimmes Ereignis und man dann auch wieder genötigt wird zu überweisen. All das sind Maschen, wo Sie einfach mit diesen Tipps umgehen können. Ja. Weitergehend auch mit Taschendiebstählen, ja, die passieren. Ja, der Stadtplantrick oder auch Trickdiebstähle in der Wohnung. Diesen ganzen Dingen können Sie aus dem Weg gehen, wenn Sie diese Tipps beherzigen. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir schon gespannt auf die Tipps. Absolut, absolut. Ja, genau. Der erste wesentliche Tipp, ja, wie man grundsätzlich vorgehen sollte, wenn Leute bei Ihnen sind oder sich klingeln, anrufen, ja, erstmal überprüfen in Ruhe, ob die Person überhaupt die Person ist, also für die sie sich vorgibt, ob das jetzt der Polizeibeamte ist, ob das der Enkel ist oder sonstige Person. Immer in Ruhe überprüfen. Keine Kurzschlussreaktion, sondern in dem Fall beim Polizeibeamten erstmal die 110 anrufen. Ja? Überprüfen. Ja? Ist es die Polizei, die mir hier gerade über mich informieren will? Ja? Also ist das die Polizei, also den Gegenanruf machen? Also da kann ich wirklich, also ich habe da auch als Bürger Hemmungen halt. Ich denke, 110 rufe ich an, wenn ich einen Banküberfall sehe oder gerade selber überfallen wurde. Aber auch in solchen Fällen, okay, ist ja auch ein Betrug. Also insofern, es ist ein Betrug, ist eine Straftat oder der Versuch, da kann ich immer die 110 anrufen. Ja, aber der Bürger hat ja nicht immer die Rechtssicherheit. Also man weiß ja nicht immer, ist es jetzt ein Betrug, ist es nicht ein Betrug. Also auch, wenn man einfach zweifelt und verdächtige Momente sieht, die man einfach von der Polizei überprüft haben möchte. Ja? Einfach in dem Fall ganz klar die Devise, die 110 anzurufen. Ja, dafür sind wir da. Ja, wir sind auf jeden Hinweis angewiesen. Ja, nur so können wir besser werden und können dann auch entsprechend den Täter dingfest machen. Also keine Hemmungen bei der 110. Sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, haben wir gerade gesagt, auch wenn man vertraute Personen hat, an die man sich wenden kann, Familienangehörige, Freunde, mit denen mal den Sachverhalt besprechen. Einfach mal sagen, hier, wie sieht denn das aus? Kann das sein? Könntest du dich mal drum kümmern? Ja? Einfach auch sich dann eine Schutzperson suchen und nicht alleine diese Lage bewältigen müssen. Ja? Viele sind auch einfach da überfordert. Ja?
Ja, und das ist ja auch, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, halt, die zielen ja immer ab auf die emotionale Ebene. So, also sei es nun jetzt diese Liebesgeschichten halt oder der Enkel, der in Not ist, oder ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwie beklaut werde, oder auch bei den Online-Shops, das ist einfach ein Angebot, was zu günstig ist. Also es gibt auch Bereiche im Gehirn halt, die werden dadurch angesprochen, aber es sind Emotionen. In dem Fall halt die Gier. Also dann ist quasi, dann bin ich in einem emotionalen Zustand und dann wirklich funktioniert parallel die Vernunft nicht. Absolut. Und da muss ich mir die Vernunft ins Boot holen. Und Absolut. die kann ich mir ins Boot holen über die 110 oder indem ich halt wirklich einen Familienangehörigen Ja. eine Frage Ja. anspreche. Im Endeffekt über Nachdenken. Ja? Einfach sich mal die Zeit zu nehmen, kurz mal drüber nachzudenken, um uns zu sagen, okay, wie kann ich aus diesem Sachverhalt jetzt raus, beziehungsweise wie kann ich ihn lösen? Ja? Und da hilft es einfach, irgendwo Leute zu wissen, die einen helfen. Ja? Und Ja. dann muss man einfach selbst die 110 anrufen und nicht auf die Wahlwiederholung drücken. Aber dazu komme ich später. Ja? Okay. Das ist der erste Tipp: Überprüfen in Ruhe die angebliche Person auf Echtheit. Der zweite Tipp ist immer: Teilen Sie nie, ja, und damit meine ich auch nie, sensible Daten mit. Ja? Also Passwörter, Bankkontodaten, E-Mails oder sonstige Pins und was es da alles noch gibt, Auskünfte über Vermögensstand. Das geht keinem was an. Auch die Ja? Polizei nicht. Also genau, im Endeffekt sind das Ihre sensiblen Daten und die heißen nicht sensibel, weil Sie die rausfeuern können. Also in dem Sinne, ja, indem Sie jedem diese Daten erzählen kann, auch der Polizei, ja, irgendwo sind Grenzen, ja. Und da muss man sich einfach mal Gedanken machen und muss überlegen, okay, auch wenn es die Polizei ist, warum, ja. Und deswegen geben wir ganz klar die Devise aus: Teilen Sie nie unbekannten Personen sensible Daten mit. Der dritte Tipp: Lassen Sie unbekannte Personen niemals in Ihre Wohnung, in Ihr Haus. Ja? Das ist Ihr Privatsraum. Ja? Und da hat auch keiner was drin zu suchen, keine unbekannte Person, die Sie nicht kennen. Ja? Also wir empfehlen auch immer, es gibt ja so Türspione, die man sich machen kann an der Tür. Oder auch ein Zusatzschloss mit einer Kette, ja? Wo man nur einen Spalt öffnen muss. Ja? Einfach, man kann die Gespräche auch, der Herr oder die Dame kann auch draußen bleiben. Ja, es gibt ja diesen berühmten Glas-Wasser-Trick, wo dann die Frau meint, sie kommt dann als vermeintlich Schwangere und sagt dann, ja, ich bin schwanger, ich bräuchte mal ein Glas Wasser. Ja, und dann ist man ja emotional wieder so betroffen, dass man ihr helfen will. Ja, aber dann lassen Sie trotzdem die Frau draußen und geben Sie ihr das Glas durch den Spalt raus. Fertig. Ja, also es muss keiner in Ihrer Wohnung sein. In Ihrer Wohnung und gerade wenn Sie alleine sind, sind Sie schutzlos. Punkt. Ja, egal wer in Ihrer Ich Wohnung stelle wohnt. mir gerade die Situation vor, Sie hatten das ja eben auch erwähnt, die vermeintlichen Polizeibeamten kommen ja auch persönlich auf Sie zu. Das heißt, Uniformen, also nicht nur zu Karneval kann man die Uniformen halt sich ausleihen. Das heißt, da steht jemand mit einer Uniform oder zwei Personen mit einer Uniform vor meiner Tür. Ich gucke durch den Spion, sehe Polizei. Ja, wir müssen mit Ihnen reden, weil wir wollen Sie schützen. So. Und dann sage ich erstmal, bitte weisen Sie sich aus, dann schieben die halt Ihren Dienstausweis unter der Tür durch, der ist auch gefälscht. Und dann lasse ich Sie trotzdem draußen stehen. Im Endeffekt kann ich ja auch nicht verlangen, das ist ja auch immer etwas, ja, der Dienstausweis. Ja klar, wenn jemand den Dienstausweis kennt, ja, Ja. ich kann den auch gleich mal Ja, reinhalten, ja, genau. damit man Ich habe mal einen. die Merkmale eines Ja. Dienstausweises kennt, also zumindest, aber ich kann erstmal nicht verlangen, dass er den Dienstausweis kennt. Ne? Ja, Und da deswegen. gilt auch Ja. wieder die Devise, einfach mal anzurufen bei der Polizei und zu fragen, kann das sein, dass hier die Also die Kollegen, Kollegen draußen ja, stehen lassen erstmal und. dass die Kollegen, ja, Ja. warum denn nicht? Also diese 2 Minuten muss man doch Zeit haben, oder? Okay. Also und seriöse Kollegen, die haben dafür vollstes Verständnis, wenn derjenige sagt, passen Sie auf, ich bin vorsichtig. Ja, es gibt einfach zu viele Betrüger in dem Fall, auch im Namen der Polizei. Und da muss man einfach mal schauen, dass man erstmal richtig irgendwo sich informiert. Ich habe die Sendung von Herrn Ries gesehen. Ich rufe jetzt erstmal mehreren Kollegen an. Ja, das Sehr gut. ist einfach so, ne? Also wenn man sich schutzlos fühlt, ja, und diese Personen, die hier gerade angegangen werden, sind ja meistens alleinstehend, sind ältere Herren. Und da muss man einfach auch dementsprechend dann ja, Hilfsangebote liefern. Ja? Weil uns ist das Verhältnis zum Bürger wichtig. Ja? Und da wollen wir auch ganz klare Ja. Ansagen machen. Sehr gut. Und es gibt auch keinen Missbrauch der 110. Also ich habe den Fall mal gehört von Kollegen aus Berlin. Da hatte jemand die 110 angerufen, weil er nach dem Weg fragen wollte. Ja. Also da haben dann die Kollegen auch gesagt, bitte schön, gehen Sie aus der Leitung, weil wir haben ja Wichtigeres zu tun. Aber ansonsten halt. Man kann dazu sagen, ja, jede Polizeidienststelle hat eine Rufnummer. Ja, die gibt es über die örtliche, also über das Telefonbuch, ja, über die Auskunft, ja, kann man diese Telefonnummer erfragen.
Und die hat auch 24 Stunden, also ist die geschaltet. Das heißt, da können Sie auch anrufen. Ja? Über die Auskunft, über das Örtliche, das sind ja auch noch seriöse, sage ich jetzt mal. Papierte, das schöne, Papier, gute alte Papierte. Genau so ist es. Genau. Einfach mal unter P gucken halt und meine Nachricht anrufen. Und wenn, wie gesagt, Zweifel bestehen, dass da Verdachtsmomente sind, dann muss man die einsetzen. Da sind wir ganz klar. Sehr gut. So, genau. Der nächste Tipp ist, übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Ja. Also erstens, es ist Ihr Geld, ja, und mit diesem Geld entscheiden Sie, was damit passiert, aber auch in Ruhe, ja, und nicht in einer Affektsituation. Und hier gilt auch ganz klar die Devise, übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Ja. Ja. Eigentlich ist dazu gar nichts mehr zu sagen. Ja, was soll man da großartig ausschmücken? Also im Endeffekt ganz klar, übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Und der vorletzte Tipp, sichern Sie Ihre Vermögenswerte. Ganz wichtig. Ja? Das heißt, also ich finde es manchmal auch erschreckend, was man zu Hause alles so hat, ja? Welche Summen. Ja? Zum einen mal die Frage stellen, muss das alles so in diesem Ausmaß sein? Ja? Und habe ich dann, wenn ich das machen will, die entsprechenden Sicherungen? Es gibt bei der Polizei Einbruchschutzberatungen, ja, wo ich dann auch anrufen sollte und mir eine Einbruchschutzberatung holen kann, ja, wo dann Kollegen, aber auch echte Kollegen, ja, dann kommen und dann Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihre Vermögenswerte zu Hause sichern können. Ja. Ob das Schloss an der Tür ist oder ob es das Wertbehältnis ist, wo gewisse Dinge rein können. Diese Tipps können wir dann kann der Polizeibeamte Ihnen dann auch geben. Ja? Also diese Präventionskollegen gibt es auch. Also Sie machen ja mehr auch den Bereich Internet. Genau so ist es. Das sind Kollegen, die machen den Bereich halt Einbruch, also zu Hause. Wie mache ich meine Wohnung sicher? Genau. Also es gibt in der Prävention nicht nur die Verhaltenstipps, die Sie gerade von mir bekommen. Es gibt auch die technische Prävention, die kümmert sich um die Sicherungstechnik. Und da haben wir geschulte Polizeibeamte, die auf den Dienststellen in den Präsidien sitzen und die für Sie da sind, um auch Ihr Zuhause auch dann sicher zu machen. Und die gibt es auch in jedem Bundesland. Also jeden Bundesland bundesweit. Der Digitalkompass ist bundesweit aktiv und in allen Bundesländern, mit denen wir halt, in denen wir mit den Polizeibehörden zusammenarbeiten, da gibt es diese Polizeipräventionsbar. Genau so ist es, ja, absolut. Und mit den Vermögenswerten, die zu sichern ist, meine ich nicht nur zu Hause, sondern auch draußen. Das heißt, Sie müssen auch Ihr Bargeld, können Sie zum Beispiel, müssen Sie nicht in der Handtasche mitführen, sondern einfach mit einem Portemonnaie, ja, wo Sie dann einfach auch eine gewisse Sicherheit um den Hals, ja, mit dem Bändchen, fertig. Ja. Was keiner sieht, fertig. Ja, und auch, man muss nicht immer alle Karten mitnehmen, ja, also Mastercard, EC-Karten und was man noch alles mitnimmt, ja, wo man dann erstmal dasteht und sagen muss, wenn was passiert, ja. Wenn weg, dann richtig. Wenn weg, dann richtig, ja, das kann man gehen. Ja. Also das Risiko streuen. Genau so ist es, ja, absolut. Ja, und der letzte Tipp, ja, und das ist auch mit mir einer der wichtigsten Tipps, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, ja, wenn da irgendwo Zweifel aufkommt, wenn da irgendwo Misstrauen aufkommt, wenn irgendwo Dinge ins Finanzielle gehen, ja, wenn man irgendwo merkt, oh, da könnte jemand an mein Geld wollen, an meine Wertgegenstände, seien Sie da misstrauisch und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen. Ja, keiner hat das Recht, Sie irgendwo unter Druck zu setzen, am Telefon oder per Brief oder im persönlichen Gespräch, ja, drüber nachdenken. Ja, was Sie gesagt haben, nicht so auf die emotionale Ebene, sondern Vernunftsebene, einmal drüber schlafen oder mal kurz anrufen, die Gegenprobe machen, handelt es sich hier um das, was gerade vorgegeben wird? Also der Druck ist, glaube ich, der entscheidende, also ein wichtiger Faktor. Wir haben ja jetzt eine emotionale Situation und also stellen wir jetzt vor, da ruft mein Enkel an und er ist in einer Notsituation. So. Okay, da bin ich ja erstmal, sage ich mal, angefasst. So. Und dann kommt aber der Druck. Weil er ist in einer Notsituation, okay, ich helfe dir, ich sage Bescheid, ich schicke jemanden vorbei. Nein, 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 ich brauche das jetzt sofort. Und da, also das wäre schön, wenn es wirklich so die innere Alarmglocke gäbe. Oder bei mir ist es Trotz. Also wenn jemand zu mir sagt, du musst jetzt sofort, da kommt bei mir das kleine Kind raus, ich muss jetzt gar nichts. Richtig, absolut. Also wenn man so reagiert, ich glaube, dann ist man immer erstmal auf der sicheren Seite. Absolut, also wir haben auch ganz, ganz viele Fälle, wo Senioren super reagiert haben, ja, wo sie einfach gemerkt haben, hier, das ist nicht mein Enkel, das wird er nie machen mit mir, der wird nie so nach Geld fragen, ja, das sind ja ganz logische Dinge, ja, einfach irgendwo, die man abrastern muss, wo man einfach sagen muss, nein, das kann so nicht sein, ja. Und da rufe ich die Polizei, da rufe ich meinen Enkel an, ja, unter der Telefonnummer, die ich kenne, ja, und mache die Gegenprobe, auch hier, ja. Und das sind Dinge, die Zeit sollte man haben, gerade wenn es um solche Summen auch geht, ja. Also da sollte man nicht sich zu emotional steuern lassen.
Sehr gut. Jetzt haben wir uns wirklich fast verquatscht. Wir wollen ja auch noch irgendwie die Fragen der Zuschauer und Zuhörer ja. mitnehmen. Wir haben noch ein paar Tipps. Nein. Nee. Wir können gerne jetzt erstmal eine Fragerunde. Sollen wir eine Fragerunde machen? Zu dem nochmal? Ja. Thema selbst, bevor ich noch zu den Grundsätzen komme. So, dann schauen wir nochmal kurz in die Fragen. Herr Leiser. So. Also einer fragt, kann die 110er Nummer wirklich sagen, ob die Polizisten, die vor der Haustür stehen, echt sind? Ich vermute mal, dahinter steckt, gibt es diesen Informationsaustausch zwischen der Rettungsleitstelle oder der 110er Nummer und den Beamten, die vielleicht aus einem ganz anderen Dezernat kommen? Ja. Einfache Antwort, ja. Ja. Den gibt es. Also von dem her, wir wissen, ob da die ob da jemand im Einsatz ist gerade. Genau, das wissen wir. Wunderbar. Sehr gut. Gute Frage auch. Ja, sehr gute Frage. Ich habe aber auch noch eine Frage da oben gesehen. Was passiert, wenn man bei einer so gefälschten Telefonnummer die Rückruftaste betätigt? Ja, sehr interessante Frage. Das ist nämlich auch die Frage, wo wir ganz klar auch die Devise geben, ja, Rückruftaste, also diese Wahlwiederholung, denke ich, meinen Sie, die nicht. Ist ja praktisch. Genau, ist praktisch. Ja, da sind wir wieder bei den genialen Telefonen. Aber wie gesagt, es handelt sich hier um gefälschte Nummern. Ja, nicht Wahlwiederholung drücken. Nicht Wahlwiederholung drücken, sondern die Polizei rot, in dem Fall die 110, wenn Sie der Masche dann auch gefühlsmäßig unterliegen, 110 anrufen und hier auch ganz klar selbst die Nummer zu wählen. Das ist wie bei den Trusted Shops. Also da kann man natürlich auf diesen Button klicken, ist bequem, aber man kann auf einer gefälschten Seite landen. Richtig. Da muss man selber hingehen, den Browser öffnen, trustedshops.de oder wie die Adresse heißt, eingeben und dann im Suchfeld diese Internetadresse eingeben. Ja. Und so muss man halt wirklich auflegen, den Hörer nochmal abnehmen, 110, okay, das ist jetzt nicht so lange, 110 eintippen und dann das grüne Hörerchen. Oder bei Trusted Shops wieder anrufen, ne? Kundendienst fertig, sich raussuchen, selbst anrufen und fragen, haben Sie den Shop denn überhaupt bei sich? Sehr gut. Hier fragt nochmal jemand, wie lange kann man echte Polizisten zwecks Prüfung vor der Tür stehen lassen? Und jemand, dass die Telefonbücher so klein gedruckt sind, dass es zu lange dauert, bis man die richtige Nummer der Polizeidienststelle gefunden hat. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die man natürlich, wie gesagt, so schwer beantworten kann. Ja. Aber ganz klar auch die Devise bei dem falschen Polizeibeamten, bei der Masche, die wir hier haben, ja, wo es nur darum geht, einfach, dass man Geld abholen will. Ja. Also das hat Zeit. Ja. Ja. Das hat Zeit und dementsprechend kann man hier ganz entspannt die 110 anrufen und dann kann man nochmal nachschauen, ob der Kollege, ob derjenige noch vor der Tür steht oder vielleicht auch schon weg ist. Ja. Also da hat sich das Thema vielleicht selbst über erledigt. Genau, die riechen bunte und sind warten. Da haben wir ja den Faktor Druck. Wenn die Druck aufbauen, sagen wir, sie müssen jetzt schnell öffnen, dann sagt der Anwalt, sie kommen hier sowieso nicht rein ohne Durchsuchungsbeschluss. Genau. So, das heißt, auch ein normaler Polizeibeamter, selbst den dürfte ich stehen lassen. Aber wenn er seriös ist, sagt er, rufen Sie die 110 an, wir wollen Sie nur aufklären. Und er nimmt sich dann auch die Zeit. Wenn er aber Druck macht und sagt, Sie müssen uns sofort reinlassen, kommt für das trotzige Kind, ich muss gar nichts. Genauso ist es. Ja. Gut. Ja, ansonsten sind die Fragen alle ähnlich. Würde ich weitermachen. Machen wir weiter. Kann ich wieder auf die geht jetzt zur Präsentation wieder. Gehen wir wieder auf die Präsentation, weil ich will Ihnen natürlich auch noch grundsätzliche Dinge sagen, die man im Umgang mit der Polizei beachten sollte. Ja? Und da ist einfach ganz wichtig, dass erstmal würden wir als Polizei Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ja? Also das ist unseriös. Ja? Um hohe Geldbeträge in dem Sinne, was haben Sie alles für Vermögensstände? Das sind Auskünfte, die sollen bei Ihnen sein, ja. Das sind sensible Daten und das ist unseriös, ja. Ganz klar die Devise unseriös, das würden wir nicht machen. Dann die Polizei ruft Sie niemals unter der 110 an, ganz wesentlich, ja. Also auch wenn eine Displaynummer irgendwas vorgibt, ja, dass hier vermeintlich die Polizei dran sein könnte, immer die Gegenkontrolle machen, ja. Ganz klare Ansage. Man muss wir können das technisch nicht, ja, 110, also wir können bei Ihnen da nicht anrufen, ja, und dementsprechend können Sie diese E-Nummer ignorieren. Sie rufen bei uns an und vergewissern sich, ob das alles seine Richtigkeit hat. Ja.
Und dann ganz wichtig, wir sind seriös, die Polizei ist seriös. Ja? Also auch in den Dingen, ja, sensible Daten nachfragen ist unseriös. Ja? Diese hohen Geldbeträge die wir, und Druck aufbauen, das sind alles unseriöse Dinge. Ja? Das würden wir nicht machen. Wir sind Freund und Helfer, ja? Und nicht in der Art irgendwo, also das sind Betrüger. Ja? Und die gehen auch so vor und das hört man auch raus. Ja? Irgendwann geben sie sich zu erkennen. Ja? Ja, das ist ja ein verbaler Druck, der aufgebaut wird. Also absolut. Die hat Polizei ganz andere Möglichkeiten. Wenn er schnell reinkommt, weil seid ihr drin. Absolut, absolut. Also sprich, dann kommt das Sondereinsatzkommando ja, ja. Und dann wird nicht erst geklingelt und diskutiert. Ja. So. Und also, ansonsten halt hat Zeit. Genau. Also man sieht ja auch viel im Fernsehen, was die Polizei dort alles so macht. Das will ich einfach mal so stehen lassen. Ja, das was ist, die Schauspieler so machen, genau, aus ja. Der Polizei. Genau. Ja, und im Endeffekt bewahren sie die Rufnummer der Polizei immer griffbereit am Telefon auf. Ja. Also das heißt, man hat ja früher immer gesagt, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, 110, 112 hat man am Telefon. Ja, das gilt heute immer noch. Ja. Oder auch die Rufnummer der örtlichen Dienststelle. Ja. Die kann man sich raussuchen. Ja. Wie gesagt, Telefonbuch oder auch der Auskunft, lässt sich geben, schreibt sie auf. Dann hat man diese Nummern immer bei sich. Und wie gesagt, unsere Devise, ja, gehen Sie auf Nummer sicher. Ja. Ganz wichtig, gehen Sie auf Nummer sicher. Wählen Sie im Zweifel selbst die 110. Ja, wenn die Zweifel aufkommen, Sie denken irgendwo, das kommt mir spanisch vor, das kann nicht sein, ja, also ich glaube, da sind Betrüger am Werk, ja, 110, ja, dafür sind wir da und diese Mithilfe brauchen wir auch. Ja, wir lassen da keinen irgendwo, keinen Keil zwischen uns treiben. Ja. Wir, die Polizei, helfen Ihnen. Ja. Wir sind dafür da, unseren Bürgern zu helfen und darum ja, sind wir alle Polizisten geworden, ganz einfach. Und Sie sind doch, sage ich mal, ein bisschen angewiesen auf unsere Mithilfe. Absolut. Also sprich, dass die Sachen auch angezeigt werden, dass Sie auch mitbekommen, was gibt es für Maschen. Absolut. Und um nochmal zurückzukommen auf die Telefonnummer der lokalen Wache. Ja. Dort gibt es ja auch die Präventionstipps. Also zumindest weiß ich das. Wir hatten eine Veranstaltung einmal in einer Stadtbücherei in Altena, im Sauerland. Mhm. Da war gegenüber direkt die Polizeiwache. Und da hatten wir wirklich das Thema jetzt Prävention im Internet. Und dann sagte der Leiter der Stadtbücherei, ja, und gegenüber ist die Wache und die haben dann die Broschüren auch zur Einbruchsprävention. So, und dann konnten wir quasi die Teilnehmer gleich rüberschicken zur Polizeiwache und dann haben sie noch mehr Informationen bekommen. Und da kann man dann auch nachfragen. Also man könnte bei der lokalen Polizeiwache anrufen und sagen, ihr habt ja Präventionstipps oder ich habe gehört, ich kann mir so eine Beratung mal irgendwie besorgen, halt, wie ich meine Wohnung sicherer machen kann. Absolut. Auch dafür ist dann meine lokale Wache zuständig. Genau, da kann man anrufen, da kriegen Sie die Nummer von dem Kollegen, ja, die echte Nummer. Und genau so ist es, ja. Und ja. Und ich kann versprechen, all die Kollegen, die ich von den Ries kennengelernt habe, die sind alle so seriös und so sympathisch und so auf gut Deutsch cool drauf halt wie Sie. Das sind wirklich engagierte Beamte und die sind echt gut. Also sie sind mit Herz und Seele dabei. Also absolut. Insofern schon ein großes Dankeschön an Sie. Polizist zu werden, ja. Genau. Ja. Ich gebe es gerne weiter an die Kollegen. Ja. Ganz wichtig, ja. Also den Satz auch notieren. Ja, ansonsten hatten wir ja eben eine Fragerunde, würde ich jetzt weitermachen zu den weiterführenden Informationen, wenn es erstmal so gewünscht ist. Ja, sonst schaut Herr Leiter vielleicht nochmal. Also eine vielleicht nochmal ganz interessant. Kommt die Polizei auch in eine Einzimmerwohnung, um die Einbruchssicherheit zu prüfen und zu beraten? Da weiß ich jetzt nicht, sind die echten Polizisten gemeint oder die. In eine Einzimmerwohnung? Ja. Ja, natürlich. Ja. Sicher. Also auch da kann man sich. Da wird nicht diskriminiert. Also auch da kann man Geld hinterlassen. Und, ja. Ja, absolut. Ganz klar. Ja. Ja. So. Da gibt es keine Diskriminierung bei der Zahl der Zimmer. Nein, absolut. Ob Häuser, Wohnungen, Zimmer, alles wird beraten. Super. Ja, ich glaube, das war es auch an Fragen. Gut. Dann würde ich nämlich. Genau, dann kommen wir jetzt noch zu den Präventionsmaterialien, die Sie Genau, also man kann sich ja bei der Polizei, wie eben schon erklungen, beraten lassen. Ja, wir haben da Kollegen, Beratungsstellen. Man kann sich persönlich beraten lassen, in dem Fall hier bundesweit über unsere Beratungsstellen. Ja, die sind in allen Polizeipräsidien ja, für Sie unterwegs. Das heißt, einfach an die Polizeipräsidien oder an die örtlich zuständige Dienststelle ja, wenden und nach einer Beratung fragen, ob das jetzt Beratung für eine Einbruchschutzberatung ist oder auch
weiterführende Präventionsinhalte Sie benötigen. All das erfahren Sie bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle. Die geben Ihnen Ansprechpersonen. Bundesweit, ja, also nicht nur für Rheinland-Pfalz gesprochen. Für unsere Rheinland-Pfälzer unter uns gibt es in dem Bereich die zentralen Präventionsstellen. Das sind in unserem Land die Beratungsstellen, die Präventionsmaßnahmen machen, in dem Sinne Einbruchschutzberatung, auf verhaltensorientierte Hinweise geben, wie jetzt über den falschen Polizeibeamten. Da können Sie sich jederzeit hinwenden. Ja? Und wir haben zusätzlich sogenannte Senioren-Sicherheitsberater, da ist der eine oder andere hoffentlich heute auch unter Ihnen, die sich über uns schulen lassen, ja, dem wir, welche wir auch mit Präventionsmaterialien ausstatten und die Ihnen auch erste Informationen auch hierzu geben können. Kontakt, wie gesagt, ist unsere Homepage, ja, die werden wir, denke ich, dann auch austauschen und veröffentlichen, www.polizei.rlp.de für Rheinland-Pfalz, hat aber auch jedes andere Bundesland und einen entsprechenden Link auch mit den Beratungsstellen bekommen Sie. Ja, nochmal, wir werden auf jeden Fall diese ganzen Informationen auch auf den Seiten unserer Kooperationspartner veröffentlichen. Also bei feierabend.de, auf jeden Fall, bei den Silvertipps, denke ich mal auch, und beim Digitalkompass. Das heißt, Sie können das alles da nochmal nachlesen, vor allen Dingen halt die Internetadressen. Genau. Und zum anderen natürlich Informationen, die Sie sich besorgen können. Also hier in Rheinland-Pfalz haben wir ein Presseportal für die Bürgerinnen und Bürger. Da bekommen Sie immer wieder die Neuigkeiten, ja, die es gerade hier gibt, zu sehen. Wie zum Beispiel den falschen Polizeibeamten. Aber wir haben auch einen Facebook-Auftritt, ja, Polizei Rheinland-Pfalz. Da werden auch immer die neuesten Präventionshinweise weitergegeben und veröffentlicht. So saßen Sie sich hier. Man sieht jetzt hier unten links mal das Presseportal, wie es ausschaut, oder auf Facebook, der Auftritt von Polizei Rheinland-Pfalz. Und da sind wir auch für Sie da. Ansonsten haben wir eine bundesweite Seite, die die Präventionsmaßnahmen und Broschüren, Medien regelt. Das nennt sich polizei-beratung.de. Auf dieser Seite, da will ich nämlich auch noch mal kurz drauf gehen, bevor ich was zu den Broschüren sage, zeige ich Ihnen mal kurz, haben wir in dem Sinne auch eine Suchleiste, wo man Ihre Polizeidienststelle, ja, die für Sie Zuständige auch direkt finden kann. Ja, Sie müssen hier auch einfach nur auf diese Seite gehen, polizei-beratung.de, und hier unten, auf der unteren Hälfte, sehen Sie dann Beratungsstellen in Ihrer Nähe. Da geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, können Sie ja mal beispielhaft machen, 55118, das wäre zum Beispiel hier für Mainz. Ja, und nachdem Sie die Postleitzahl eingegeben haben, ja, kommt dann das Suchfeld, das man drücken muss, und dann dauert es ein bisschen und unten sehen Sie dann, klar, auch eine Landkarte, aber auch wieder das Polizeipräsidium Mainz mit der entsprechenden Telefonnummer, mit E-Mail hinterlegt, alles, was Sie benötigen, die Adresse, ja, und da sehen Sie für sich die nächstgelegene zuständige Polizeidienststelle, wenn es um Sachen Prävention auch geht, ne, wo Sie sich Informationen einholen wollen. Also auch nochmal eine gute Geschichte, ja, für Sie. Eine gute Adresse. Genau, und ja. Kommen wir auf die Präsentation. Ja, nochmal zurück. Genau. Und auf der Präsentation sehen Sie jetzt auch, ich halte sie jetzt auch nochmal in die Kamera, ja, damit man sie auch sieht, also was das hier, also es sind Broschüren, ja, die wir haben. Einmal sicher leben, ja. Dann sicher zu Hause. Das sind zwei Präventionsbroschüren, sage ich mal. Die eine für die etwas mobileren, aktiveren, jüngeren Senioren. Und auf der anderen Seite die Senioren, die vielleicht ihren Alltag eher zu Hause verbringen. Und da sind ganz typische Maschen nochmal erklärt, wie man sich davor schützen kann. Alles nochmal auf schwarz auf weiß als Broschüre erhältlich an Ihrer Polizeidienststelle. Da auch wieder korrekt Hinweis, den Herr Schrenke schon gegeben hat. Bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle können Sie diese Broschüren auch erhalten. Da einfach mal anfragen. Und ansonsten haben wir für die Betrugsmasche der Fake Shops auch noch die Hinweise, hier als Faltblattsammlung auch bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle zu erhalten, beziehungsweise auch auf der Seite, die ich eben genannt habe, polizei-beratung.de, nachzulesen. Da können Sie sich alle Broschüren auch in Ruhe digital anschauen. Wunderbar. Herzlichen Dank. Das war jetzt wirklich super spannend. Die letzte. Das darf man nicht. Ah. Ja, ich glaube, genau. Da haben Sie nochmal Kontaktdaten. Genau. Und
Um es nochmal zusammenzufassen mit dem Zitat eines Kollegen von Ihnen im Bereich Internet, da hilft wirklich nur Prävention. Und die Prävention, die fängt bei jedem selbst an. Also bei Ihnen zu Hause am Rechner fängt die Prävention an und sie hört aber da auch nicht auf. Also wir haben ja wirklich den Punkt gehabt, dass die Skandinavien, die Verbrecher suchen sich ja gerade alleinstehende Menschen. Und wenn diese alleinstehenden Menschen niemanden haben, den sie fragen können, dann müssen die auch noch nicht mal die 110 anrufen. Das heißt, es ist wirklich wunderbar, wenn man auch mit seinem Nachbarn mal drüber spricht. Wenn man wirklich sagt, hier guck mal, ich habe eine Broschüre, die leihe ich dir mal. Oder wusstest du eigentlich, du hast einen eigenen Präventionsbeamten auf der Polizeiwache sitzen? Genau so ist es. Der ist für dich zuständig, die hilft dir. Einfach dieses Wissen weitergeben. Denn nur wenn wir dieses Wissen so weitergeben halt, dann kann auch wirklich, ich sag mal, ein Gefühl von Sicherheit aufkommen. Absolut. Weil das ist ja das, worauf halt auch die Ganoven immer spekulieren. Die wollen ja Angst erzeugen oder Gier erzeugen oder Emotionen erzeugen. Aber was wir alle suchen, ist auch im Bereich Internet, Gewissheit, die Sicherheit zu haben. Und das ist gut, wenn man Ansprechpartner hat wie Sie. Hierzu will ich ganz kurz noch ergänzen, in dem Sinne, also ich kann es eigentlich nur unterstreichen, ja, also wir haben hier Senioren-Sicherheitsberater von der Polizei, wir haben bei Silver Surfer, Silver Tips, haben wir engagierte Senioren, die sich in der Medienkompetenz schulen lassen. Wir haben hier auf Feierabend, ja, eine Seite, wo sich Leute vernetzen, wo sie sich austauschen, ja, das sind alles Dinge, die muss man nutzen, man muss sich vernetzen, man muss sich austauschen, ja, gerade in der Zielgruppe Senioren, ja, mal drüber reden, was gibt es da Neues und sich gegenseitig informieren und so kann man einen guten Schutz auch bilden, ja, und in dem Fall auch das weitergeben, was Sie gesagt haben, wir als Polizei sind für Sie da. Deswegen einen herzlichen Dank an unsere Kooperationspartner, erstmal Feierabend.de, die das hier technisch überhaupt ermöglicht hat. Vielen Dank. Dann natürlich das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, Herrn Sebastian Ries für diese spannenden, ja, wir wollten eine Stunde, wir sind anderthalb Stunden draus geworden. Bleibt nicht ausgegangen. Und auch an Florian Pressner hier von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation, der das Ganze als Gastgeber hier begleitet hat. Und natürlich auch einen Dank an Sie, dass Sie jetzt wirklich, ich sag mal, so lange zugehört haben und auch wirklich so genau die richtigen Fragen gestellt haben. Also ich hätte eigentlich gar nicht hier sitzen müssen, wir hätten eigentlich nur auf Ihre Fragen warten brauchen und Herr Ries hätte uns genauso gut aufgeklärt. Absolut, ja. Vielen, vielen Dank. Ja, von mir auch nochmal ein Dank an alle. Dankeschön an alle.